Das Schiff Aquarius hat mehr als 600 Flüchtlinge an Bord, derzeit aber keinen Hafen, wo es anlegen könnte. Die Migranten an Bord sind Teil einer größeren Flüchtlingsgruppe, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Mittelmeer gerettet worden war. Unter ihnen sollen unbegleitete Minderjährige, Kinder und schwangere Frauen sein. Die Aquarius habe am Sonntagabend die Anweisung erhalten, auf ihrer Position zwischen Malta und Italien zu bleiben, teilte Ärzte ohne Grenzen mit. Hintergrund der schwierigen Situation ist ein Streit zwischen der neuen italienischen Regierung in Rom und Malta. Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechtsextremen Lega hatte die Behörden Maltas aufgefordert, das Schiff in Valletta anlegen zu lassen und die Flüchtlinge an Land zu bringen. Ansonsten werde Italien alle seine Häfen für dieses Schiff schließen. Nach Maltas Weigerung wurde diese Drohung auch in die Tat umgesetzt. Die Italiener argumentieren, dass es sich bei Valletta um den am nächsten gelegenen sicheren Hafen handele und es deshalb keinen Grund gebe, warum die Flüchtlinge einmal mehr nach Italien gebracht werden müssten. Es ist das erste Mal, dass Italien für Schiffe mit geretteten Flüchtlingen seine Häfen schließt. Dieser Schritt wird in Italien auch als Zeichen gesehen, dass die neue Regierung in Rom nicht mehr bereit ist, mit dem Ansturm der Bootsflüchtlinge aus Nordafrika alleine gelassen zu werden. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, appellierte an die Beteiligten, eine schnelle Lösung zu finden. Die Verzögerung der Einsätze gefährdet die Gesundheit hunderter Menschen, die dringend versorgt werden müssen, schrieb UNHCR auf Twitter.